Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Wir begrüßen alle, die heute wieder eingeschaltet haben und neu dazugekommen sind. Mein Name ist Christian Köpke, mit mir sind auch noch Eva und Franziska hier. Hallo. Moin. Hallo. Hi. Heute besonderes Thema, und zwar wollen wir mal über die Impfung sprechen. Aktuelles Thema, und zu diesem Zweck haben wir uns natürlich wieder eine Gästin eingeladen, und zwar ist das Frau Professorin Sabine Wicker. Hallo Frau Wicker. Schönen guten Morgen aus Frankfurt. Guten Morgen. Sie sind quasi die Expertin, um heute mit uns über den Impfstoff zu sprechen. Warum sind Sie genau die richtige Person? Ja, ich bin Fachärztin für Arbeitsmedizin. Ich betreue hier am Universitätsklinikum das Personal und die Human- und Zahnmedizinstudierenden. Ich habe über berufsbedingte Infektionen habilitiert und beschäftige mich neben meiner Tätigkeit hier am Universitätsklinikum Frankfurt sehr intensiv mit Themen der Impfung, nicht nur die Covid-Impfung, sondern auch andere Impfungen, weil ich bin die stellvertretende Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut. Also arbeitsbedingte Infektionen, berufsbedingte Impfungen, das ist genau mein Thema, sage ich mal. Sie sagten die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Institutes. Was sind denn die Aufgaben der STIKO? Die Aufgaben der Ständigen Impfkommission sind, Empfehlungen zu Impfungen zu machen. Das machen wir anhand der wissenschaftlichen Daten, der wissenschaftlichen Fakten. Wir gucken uns entsprechende Studien an, führen unter Umständen auch selbst Studien, Meta-Analysen durch, um dann auf der Grundlage der vorhandenen wissenschaftlichen Evidenz Empfehlungen für die Bevölkerung zu geben. Und hier unterscheiden wir unterschiedliche Impfempfehlungen. Also es gibt zum Beispiel Standardimpfungen, die alle bekommen sollen, dann sogenannte Indikationsimpfungen, wenn beispielsweise eine bestimmte Grunderkrankung besteht, reisemedizinische Impfungen, Auffrischungsimpfungen, aber auch die sogenannten B-Impfungen, beruflich indizierte Impfungen. Also was muss man tun, wenn man in einem bestimmten Arbeitsbereich ist und aufgrund der beruflichen Tätigkeit ein erhöhtes Infektionsrisiko hat? Okay. Mhm. Wie viele Mitglieder sind da drin und was für Personengruppen sind da in dieser Kommission? Also die Ständige Impfkommission ist eine ehrenamtliche Kommission. Die Aufgaben der Ständigen Impfkommission sind nach dem Infektionsschutzgesetz festgelegt und es sind immer 12 bis 18 Mitglieder und das sind unterschiedliche Fachbereiche, die vertreten sind. Also unser Vorsitzender ist beispielsweise Virologe, wir haben Kinderärzte in der Ständigen Impfkommission, eine Gynäkologin ist in der Ständigen Impfkommission, Mikrobiologen, Epidemiologen, Allgemeinmediziner und ich bin als Arbeitsmedizinerin in der Ständigen Impfkommission. Wie wird man denn quasi Mitglied in dieser Impfkommission? Man wird vom Bundesministerium für Gesundheit berufen und es ist wie gesagt ein Ehrenamt und eine Berufungsperiode ist immer 3 Jahre. Ich selbst bin seit 2011 Mitglied in der Ständigen Impfkommission und seit dem vergangenen Jahr die stellvertretende Vorsitzende. Jetzt kam diese Corona-Pandemie, hat sich entwickelt. Wie war so der Verlauf in dem letzten Jahr in dieser Kommission? Also das Thema wurde ja wahrscheinlich dort auch immer präsenter. Wie haben Sie das so erlebt? Naja, natürlich wurde dieses Thema immer präsenter. Ich meine, wir sind in einer Pandemie und wir haben monatelang auf einen Impfstoff gehofft und gewartet und jetzt haben wir einen Impfstoff und das ist natürlich auch für die Ständige Impfkommission eine, ich sag mal, sehr lebhafte und natürlich auch sehr arbeitsintensive Zeit. Also wir haben schon im Frühsommer vergangenen Jahres eine entsprechende Covid-Arbeitsgruppe gebildet, also die Ständige Impfkommission, diese 12 bis 18 Mitglieder, die arbeiten mit anderen Experten oder Sachverständigen oder Mitglieder vom Robert-Koch-Institut dann auch nochmal in Unterarbeitsgruppen. Also es gibt zum Beispiel eine Arbeitsgruppe zu Impfen von medizinischem Personal, die ich leite. Es gibt eine Hepatitis B-Arbeitsgruppe, eine Arbeitsgruppe zu Reisen. Und dann haben wir eben im Frühsommer vergangenen Jahres diese Covid-Arbeitsgruppe gebildet. Und seitdem haben wir regelmäßigen, engen Austausch. Und das haben Sie vielleicht auch schon gesehen. Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zur Covid-19-Impfung sind ja jetzt schon seit ein paar Wochen veröffentlicht. Gerade in der vergangenen Woche gab es da ein Update, ist im epidemiologischen Bulletin veröffentlicht. Also wir
beschäftigen uns mit diesem Thema sehr intensiv seit vielen Monaten. Und das ist natürlich, und das ist ja völlig selbstverständlich, das Hauptthema der Ständigen Impfkommission. Aber das muss ich natürlich auch sagen, die Mitglieder, das sind ehrenamtliche Mitglieder, die in der Regel fast alle einen anderen Beruf haben. Also beispielsweise ich leite den betriebsärztlichen Dienst des Universitätsklinikums und die Arbeit kommt dann natürlich noch on top dazu. Also wir werden sehr unterstützt von einer Geschäftsstelle am Robert-Koch-Institut, der Geschäftsstelle der Ständigen Impfkommission. Und das sind Kollegen des Robert-Koch-Instituts, die uns gerade bei der Aufarbeitung der doch sehr umfangreichen Literatur und Zulassungsdaten sehr, sehr unterstützen. Das ist natürlich wichtig, weil Sie können sich vorstellen, die Zulassungsdaten zu den Covid-Impfstoffen, das sind alles Daten, die mehrere tausend Seiten umfassen. Also das ist sehr viel Arbeit, die in sehr großer Zeit bewältigt werden muss, aber in meinen Augen eine sehr wichtige Arbeit, weil wir werden diese Pandemie nur beenden können, wenn wir hohe Impfquoten haben. Ansonsten geht das immer so weiter und ich glaube, das macht keinen so richtig mehr Spaß. Und es ist wichtig, dass wir hohe Impfquoten erreichen. Und da ist natürlich gerade das Pflegepersonal ein ganz wichtiges Personal, weil die auf der einen Seite ein erhöhtes arbeitsbedingtes Infektionsrisiko haben und auf der anderen Seite wissen wir sehr gut, da gibt es entsprechende wissenschaftliche Daten, dass die Impfentscheidung der Bevölkerung abhängig ist von dem Rat, der eben von den Ärzten oder von den betreuenden Pflegepersonal oder medizinische Fachangestellte gegeben wird. Also wir sind, das medizinische Personal ist in vieler Hinsicht an Dreh- und Angelpunkte und ich sage immer, wenn man für sich selbst keine Impfindikation sieht, dann wird man das vermutlich auch nicht den betreuten Patienten empfehlen. Und darüber hinaus haben wir in den vergangenen Monaten sowohl in Deutschland als auch weltweit gesehen, hohe Infektionszahlen beim medizinischen Personal. Besonders im Januar hat das Robert-Koch-Institut hier wirklich eindrucksvolle Zahlen veröffentlicht, dass sich täglich mehr als 1000 Mitarbeiter im Gesundheitswesen mit SARS-CoV-2 infizieren. Das müssen Sie sich mal vorstellen, über 30.000 Infektionen bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen oder in der Pflege, in Altenheim pro Tag, über 30.000 Infektionen in einem Monat. Jetzt ist es glücklicherweise wieder weniger geworden. Wir haben im Verlauf der Pandemie über knapp 200 Todesfälle beim medizinischen Personal gesehen und beispielsweise Portugal hat die letzten Tage Zahlen veröffentlicht, dass ungefähr 70% der medizinischen Beschäftigten sich mit SARS-CoV-2 bereits infiziert hätten. Was man bei diesen Zahlen aber berücksichtigen muss, das sind nicht alles arbeitsbedingte Infektionen. Das ist ja so ein bisschen eine Schwäche der Zahlen vom Robert-Koch-Institut, dass hier nicht unterschieden wird, sind das berufsbedingte Infektionen oder sind das Infektionen, die im privaten Bereich akquiriert. Das medizinisches Personal steckt sich natürlich in einer Pandemie genauso privat an wie alle anderen. Und da, das ist für mich als Arbeitsmedizinerin ein großes Anliegen, diese beiden Sachen zu differenzieren, ob es eben private oder berufsbedingte Infektionen sind. Und generell geht es natürlich darauf, diese Infektionen zu vermeiden. Wir wissen, wir haben in den vergangenen Monaten eben auch schwere Verläufe beim medizinischen Personal gesehen, Leute, die eben dann länger krank gewesen sind, ausgefallen. Und wenn Sie so Zahlen haben, wie vom Robert-Koch-Institut im letzten Monat veröffentlicht, dann ist das natürlich auch immer ein Punkt, Frage Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens. Also da von daher sage ich mal, es sind wichtige arbeitsmedizinische Aspekte, die hier reinspielen, wichtige individuelle Aspekte. Keiner möchte sich letztendlich mit dieser Infektion infizieren und natürlich Effekte auf Bevölkerungsebene, Sicherstellung des Gesundheitswesens, all diese Dinge. Macht es denn aus Ihrer Sicht eigentlich einen großen Unterschied? Also Sie haben jetzt diese Differenzierung vorgenommen, ob es jetzt quasi also arbeitsbezogene Infektionen sind oder im privaten Bereich. Aber im Grunde genommen ist es ja so, dass wenn man infektiös ist und trotzdem arbeiten geht, und da sehe ich das Pflegepersonal oder insgesamt das medizinische Personal ja der trotzdem als ich sag mal als Problemherd, weil bis sozusagen es auf oder bekannt ist, dass diese Personen infiziert sind, haben sie ja schon andere Personen eventuell infiziert. Und dadurch, dass sie ja häufig mit Personen in Kontakt treten, die eben höheres Alter haben, beziehungsweise auch entsprechend zu Risikogruppen gehören,
könnten diese Berufsgruppen ja grundsätzlich als Katalysator für weitere Infektionen natürlich gelten. Nein, dann ist es natürlich, Entschuldigung, aber dann ist es natürlich nicht wichtig, wenn Sie erstmal jemanden Infektiösen haben, und der ist dann am Arbeitsplatz, im Krankenhaus, in einem Pflegeheim, dann ist es natürlich für die Übertragbarkeit egal, ob er sich die Infektion privat akquiriert hat oder ob er die sich beruflich akquiriert hat, der ist infektiös. Aber da, denke ich mir, haben viele Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen in den vergangenen Monaten sehr intensiv an ihren Hygiene- und Arbeitsschutzkonzepten gearbeitet. Also Sprichwort regelmäßiges Testen des medizinischen Personals oder Pflegepersonals, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz. Wir wissen, dass wenn sowohl der Beschäftigte als auch der Patient oder Bewohner einen Mund-Nasen-Schutz trägt, sofern das aus medizinischer Sicht möglich ist, das bietet uns ein hohes Schutzniveau und da können wir Infektionen, wenn bei beiderseitigem Tragen von Mund-Nasen-Schutz, in vielen Fällen vermeiden. Aber wir müssen natürlich den Blick auf die Infektionen richten und es vermeiden, dass eben infiziertes Personal am Arbeitsplatz ist und dann ein Risiko für die Kollegen oder für die Patienten oder Bewohner darstellt. Das ist insofern problematisch manchmal, weil vielleicht 20% derjenigen, die sich infizieren, haben gar keine Symptome. Und der nächste Punkt ist, dass die höchste Ansteckungsfähigkeit sehen wir kurz bevor die Symptome beginnen. Also es kann durchaus sein, jemand kommt dann am Arbeitsplatz, ist infiziert, weiß gar nicht, dass er sich infiziert hat. Und so ein kritischer Punkt, ein Risikobereich sind immer gemeinsame Pausen. Also beim Umgang mit dem Patienten oder den Bewohnern wird sehr gut und konsequent auf Infektionsschutz geachtet. In dem Moment, wenn man dann eine Pause hat, sitzt man dann alle beieinander und isst und trinkt und dabei passieren eben Infektionen. Und da muss man natürlich auch in diesem Kontext Maske tragen, Abstand halten und dann fallen halt so schöne Dinge wie gemeinsames Mittagessen, Kaffee trinken, das fällt dann halt weg. Das ist natürlich auch blöde. Ja. Am Arbeitsalltag, ich meine, dieser soziale Austausch ist durch diese Sachen wie Abstand halten, nicht zusammen essen gehen, nicht mal zusammen irgendwas zu machen, auch schwieriger geworden. Ich würde da gerne noch mal kurz eine Frage zu stellen. Und zwar ist es ja so, dass häufig, gerade jetzt, wo die Zahlen so hoch gingen, die öffentlichen Gesundheitsdienste nicht mehr mit dieser Kontaktverfolgung nachgekommen sind. Was geht denn für eine Maschinerie in Ihrer Einrichtung los, wenn Sie jetzt wissen, eine Pflegekraft hat jetzt einen positiven Corona-Test? Also was machen Sie dann auch diese Kontaktverfolgung oder wie, was passiert dann überhaupt? Na, als erstes Mal, und das ist das Allerwichtigste, wird die infizierte Pflegekraft über den positiven Test informiert. Also das ist natürlich das Erste, dass die Pflegekraft weiß, okay, ich bin positiv und dann werden die weiteren Schritte besprochen. Also wenn sich jemand dann noch am Arbeitsplatz befindet, der stellt dann natürlich sofort die Tätigkeit ein und geht nach Hause. Dann eruiert man gemeinsam mit der Pflegekraft oder je nachdem, wer dann halt betroffen ist, was bestanden denn für Kontakte? Und da geht man immer 2 Tage zurück, also 2 Tage vor Beginn der Symptome. Also nehmen wir mal an, ich habe Donnerstag habe ich Symptome bekommen, mich testen lassen, bin positiv getestet worden, dann wäre der Dienstag und der Mittwoch und dann eben der Donnerstag bis zum Test das Zeitintervall, wo man die Kontakte eruiert. Und da hat man ja diese Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut in der Kategorie 1, 2 oder 3. Wenn jetzt zum Beispiel alle Beteiligten einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben, dann ist es ein sogenannter Kategorie 3-Kontakt. Und dann findet keine automatische Testung der Kontaktpersonen statt. Die Kontaktpersonen werden nur dann getestet, wenn entsprechende Symptome bestehen. Bestand ein Kategorie 1-Kontakt, also beispielsweise wir haben die jetzt neu diagnostizierte Pflegekraft, die dann sagt, ups, ich habe aber gestern mit meiner Kollegin, das war auch eine Freundin von mir, haben wir abends zusammen gekocht, das Ganze hat 2-3 Stunden gedauert, wir saßen in der Küche, dann ist es ein sogenannter Kategorie 1-Kontakt und dieser Kategorie 1-Kontakt wäre dann quarantänepflichtig. Der würde für 14 Tage in Quarantäne gehen müssen. Und die Kategorie 2 und 3 Kontakte können in der Regel unter der Einhaltung der Schutzmaßnahmen dann so weiterarbeiten. Wir besprechen das mit den infizierten Beschäftigten. Dann findet die Meldung, das ist ja eine meldepflichtige Erkrankung nach Infektionsschutzgesetz, an das Gesundheitsamt statt. Und das Gesundheitsamt erlässt dann so die Isolation für den Infizierten und die Quarantäneanordnung für die Kontaktpersonen.
Person. Also da findet im Prinzip ein gemeinsamer Austausch mit den Beschäftigten und der Abgleich mit dem Gesundheitsamt zusammen statt. Jetzt wollen wir heute mal über den Impfstoff sprechen. Jetzt gibt es ja schon einige Impfstoffe, wie zum Beispiel den von Pfizer-BioNTech oder dem von Moderna, AstraZeneca. Und soweit ich weiß, gibt es auch noch einen von Johnson & Johnson. Jetzt ist die Frage, wie werden denn solche Impfstoffe so grundsätzlich eigentlich erstmal entwickelt? Als erstes müssen wir ja mal wissen, was ist das für ein Virus? Also es wird als erstes mal das Virus analysiert, dann finden Zellkultur- oder Tierversuche statt und dann gibt es in dem Moment, wo wir die Testung am Menschen machen, gibt es sogenannte Phase 1, 2, 3 Studien statt. Das haben Sie bestimmt in den letzten Monaten mal gehört. Von daher könnte ich dazu noch kurz was sagen. Also was ist Phase 1? Das sind Studien in der Regel mit einer kleinen Gruppe an Probanden, 10 bis 20, 30 Personen. Und hier überprüft man die Verträglichkeit des Impfstoffes und die Sicherheit des Impfstoffs. Und da geht es auch um die Frage einer geeigneten Dosierung, wo dann eben mit einer Immunabwehr gerechnet wird. Und wenn diese Tests erfolgreich gewesen sind, kommt die sogenannte Phase 2 bis 3. Hier ist es die Anzahl der Personen, die den Impfstoff erhalten, schon deutlich größer. Das sind Studien, sagen wir mal, zwischen 50 und mehreren 100, 500, 600 Personen. Und hier geht es um die Frage auch der richtigen Dosierung des Impfstoffes, also welche Impfstoffmenge brauchen wir, um eben eine optimale Aktivierung des Immunsystems zu erreichen. Und dann gibt es, wenn das erfolgreich gewesen ist, die Phase 3 Studien. Und das sind Studien mit in der Regel mehreren 10.000 Personen. Und hier geht es dann um auch einen Vergleich der Effektivität der Impfstoffe. Also man hat dann ein Kollektiv, also bei BioNTech waren das so über 40.000 Probanden gewesen. Die Hälfte hat den Impfstoff bekommen, die andere Hälfte hat ein Placebo bekommen. Und dann hat man geguckt, wie viele Leute stecken sich dann mit SARS-CoV-2 an und hat dann darüber die Impfstoffeffektivität kalkuliert. Und was man sagen muss, das, was ich Ihnen so erzählt habe, Phase 1, Phase 2, Phase 3, das ist eigentlich so der übliche Ablauf für die Entwicklung eines Impfstoffes und das dauert 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, mitunter noch länger. Jetzt die Herausforderungen der Pandemie haben dazu geführt, dass man mit enormen personellen, finanziellen Aufwand versucht hat, das alles so weit wie irgendwie möglich zu straffen und quasi die Phasen parallel laufen zu lassen. Also neben der Phase 1 lief schon parallel die Phase 2 und dann parallel die Phase 3. Man hat schon quasi Aktivitäten parallel laufen lassen, ohne zu wissen, ob im Prinzip die vorhergehende Phase dann letztendlich erfolgreich absolviert werden kann. Das war im Prinzip auch ein wichtiger Baustein, um so schnell mehrere effektive Impfstoffe entwickeln zu können. Das ging aber nur, indem man halt wirklich wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen hat, Forschungsaktivitäten darauf zentriert hat. Und so können wir uns wirklich glücklich schätzen, dass nach so kurzer Zeit, nach einem Jahr, wir verschiedene Impfstoffe haben. Also das war aus wissenschaftlicher Sicht eine hervorragende Sache in kurzer Zeit mit der Einhaltung der üblichen Prüfkriterien. Also, weil manche sagen dann, wie kann es denn so sein, dass man in so kurzer Zeit so schnell einen Impfstoff entwickelt? Da sage ich immer, es wurden aber alle Phasen, alle Sicherheitsphasen, alle Studien wurden gemacht, weil manche halt nichts anderes mehr gemacht haben, als nur noch daran zu arbeiten. Und ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich, dass wir in so kurzer Zeit einen Impfstoff haben, den wir auch eben dem Personal mit den höchsten Infektionsrisiken eben anbieten können. Ich habe eine Frage zu der Phase 3-Studie und zwar so ein bisschen, wie das eigentlich praktisch abläuft. Weil Sie haben ja eben gesagt, dass eben ein Teil der Probandinnen und Probanden bekommt den Impfstoff und ein Teil eben nicht oder beziehungsweise, ein Teil bekommt das Placebo. Wie geht man dann mit diesen Leuten um? Sagt man ihnen, okay, für diesen Zeitraum, den wir jetzt ansetzen, lebt ganz normal das Leben weiter mit den Infektionsschutzmaßnahmen, die im alltäglichen Leben getroffen werden und versucht dann
irgendwie über die Randomisierung die Exposition gegenüber des Virus dann auf die Gruppen gleich zu verteilen? Oder wie läuft das ab? Weil ich kann ja nicht die Gruppen dann irgendwie dem Virus aussetzen. Das ist vielleicht jetzt eine naive Frage, aber... Nein, das ist überhaupt gar keine naive Frage. Das ist diskutiert worden. Kann man sogenannte Challenge-Studien machen, also dass man die Leute bewusst dem Virus aussetzt und guckt, ob sie sich dann infizieren oder nicht. Aber das ist halt ein bisschen problematisch bei einer Erkrankung, die mitunter schwerwiegend tödlich verlaufen kann, oder einer Erkrankung, die unter Umständen Langzeitfolgen haben. Also das finde ich ethisch schon bedenklich, dann jetzt die Leute bewusst einer Infektion auszusetzen. Bei manchen anderen Infektionen ist das gemacht worden und es gab auch Ideen und Konzepte, das zu machen. Ist meines Wissens auch in UK zumindest angedacht worden, diese Studien zu machen. Aber hier von den Studien von BioNTech und Moderna, von denen ich vorhin kurz berichtet habe, war es so gewesen, bei BioNTech wussten die Leute jetzt nicht, habe ich den Impfstoff bekommen oder habe ich das Placebo bekommen. Und die sollten quasi so normal weiterleben wie vorher. Die sind jetzt mittlerweile, die Probanden von BioNTech, von den Studienteilnehmern, die ich kenne, informiert worden, ob sie das Placebo oder den Impfstoff bekommen haben. Und die anderen, die das Placebo bekommen haben, sind mittlerweile, also zumindest von den Probanden, die ich kenne, auch geimpft worden. Weil das wäre ja dann auch irgendwie ungerecht. Man stellt sich bereit, an einer Impfstoffstudie teilzunehmen, hat Pech gehabt, hat das Placebo bekommen und wird dann nie geimpft. Also das wäre jetzt auch irgendwie nicht fair. Aber die sollen halt wirklich normal weiterleben und dann guckt man, wie viele Infektionen sehen wir in dem Impfstoffkollektiv und wie viele Infektionen sehen wir in dem Placebo-Kollektiv über die Zeit. Und dann und danach berechnet man die Impfeffektivität. Okay, und dann geht man, ich weiß nicht, ob über Randomisierung oder wie auch immer, dann davon aus, ja, dass beide Gruppen aber dem Virus gleich ausgesetzt sind, in Anführungszeichen, auch wenn sie ihr Leben ganz normal weiterleben. Das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Also wenn natürlich die Gruppen irgendwie unterschiedlich sind, dann... Naja, jeder verhält sich irgendwie dann doch unterschiedlich. Also ich meine, man kann die randomisieren über das Alter, dass man sich da verschiedene Kohorten anguckt, über Geschlecht kann man sie randomisieren, aber es waren ja auch in den jetzigen Studien, waren ja im Prinzip auch ein paar Ausschlusskriterien drin. Also es wurden zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt, bei den jetzigen Zulassungsstudien waren noch keine Kinder dabei. Also BioNTech ist ab 16 Jahre zugelassen, AstraZeneca und Moderna ab 18 Jahren. Aktuell laufen Studien oder sollen laufen, dass eben auch ein Impfstoff für Kinder zur Verfügung steht. Also da haben diese drei Hersteller, die ich gerade angesprochen habe, haben da entsprechende Studien und entsprechende Pläne. Also aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir einen Impfstoff für Kinder haben werden. Wer auch nicht in den Studien drin gewesen ist, in Phase-3-Studien, waren beispielsweise Schwangere gewesen. Es gibt aktuell auch noch keine Daten zu Impfungen von Patienten unter Immunsuppression, weil das ja dann auch unter Umständen ein Risiko sein kann für einen schwereren Krankheitsverlauf, also beispielsweise bei Patienten, die organtransplantiert sind oder bei hämato-onkologischen Patienten. Hierzu haben wir noch keine entsprechenden Daten. Okay. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, in dieser Kommission, in der Sie sitzen, wie lief da so, also gibt es da einen Austausch mit den Herstellern oder wie haben Sie das beobachtet oder wie kommunizieren Sie da? Das würde mich mal interessieren, dass man so ein bisschen einen Blick dafür bekommt, wie läuft das dann einfach so ab, diese Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten? Also normalerweise treffen wir uns von der ständigen Impfkommission beim RKI in Berlin, aber das war ja im vergangenen Jahr aufgrund der Kontakt- und Reisebeschränkungen so jetzt auch nicht möglich. Also seit dem Sommer haben wir regelmäßige Videokonferenzen mit den STIKO-Mitgliedern und den Mitgliedern von der Geschäftsstelle. Und wir haben dann die Zulassungsdaten bekommen. Ich als STIKO-Mitglied habe jetzt keinen direkten Kontakt mit den Pharmaherstellern. Wir bekommen dann eben die Zulassungsdaten und anhand dieser Daten treffen wir eben unsere Entscheidung und an den anderen vorliegenden Studien.
Und die Studiendaten sind ja mittlerweile alle, nicht alle, aber die zur Zulassung geführt haben, entsprechend publiziert worden im New England Journal und im Lancet. Und das ist natürlich auch Grundlage für die Entscheidung. Zulassungsdaten von den Herstellern und von den, ja, beispielsweise gibt es ja das Paul-Ehrlich-Institut, was für die Sicherheit der Impfstoffe zuständig ist, die Europäische Arzneimittelagentur, die EMA, und das ist halt eine Vielzahl von Daten, die eben die Grundlage für die Entscheidung treffen. Aber es kann einen immer so ein bisschen beruhigen, denke ich, dass die Empfehlungen von den unterschiedlichen Impfkommissionen doch insgesamt sehr, sehr ähnlich sind. Okay. Wir sehen hocheffektive Impfstoffe, die in kürzester Zeit glücklicherweise entwickelt werden konnten und die uns einen Weg aus der Pandemie bieten, einen Weg Stück für Stück wieder unser ursprüngliches Leben zurückzubekommen. Wir wollen hoffen, dass das bald der Fall ist. Diese Impfstoffe, jetzt sind ja verschiedene auf dem Markt, sage ich mal. Die haben ja verschiedene Wirkweisen, gehe ich von aus. Inwieweit unterscheiden sie sich denn auch in ihrer Wirkweise? Also wir haben zum Beispiel, darüber hatten wir ja jetzt schon auch mehrfach kurz gesprochen, die sogenannten mRNA-Impfstoffe. Mhm. Also mRNA, Messenger-RNA, was ist das? Also diese mRNA enthält die genetische Information des Erregers und hier genau des Spike-Proteins. Das Spike-Protein ist dieses Teil da am Virus, was das Virus benötigt, um in die Zelle einzudringen. Und aus dieser genetischen Information werden dann in Menschen, in den umliegenden Zellen der Impfstelle und in den Lymphknoten an den Ribosomen, da wird das Viruseiweiß hergestellt. Also der menschliche Organismus stellt quasi selbst das Viruseiweiß her. Mhm. Das erkennt natürlich der menschliche Organismus und bildet dann gegen dieses Antigen dann Antikörper. Und die können dann eben bei einem späteren Kontakt einer geimpften Person, wenn die dann wieder Kontakt mit dem Virus hat, können dann die Antikörper das Virus quasi eliminieren und man kann dann schneller darauf reagieren. Und wir wissen aus den wissenschaftlichen Daten, dass wohl sowohl eine stabile B- als auch T-Zell-Antwort stattfindet. Was ganz wichtig ist und wo immer Bedenken bestehen, ist, kann sich denn das jetzt irgendwie bei mir ins Erbgut einklinken? Und da muss man ganz sicher sagen, es erfolgt keine Integration in das menschliche Erbgut. Das menschliche Erbgut ist ja im Zellkern, die Ribosomen sind außerhalb des Zellkerns. Die mRNA hat eine andere Struktur als die DNA, also da gibt es no way, dass das irgendwie weder die menschliche Zelle noch die Keimzellen irgendwie verändern kann. Mhm. Ein bisschen ähnlich sind diese sogenannten vektorbasierten Impfstoffe. Also das ist jetzt zum Beispiel der Impfstoff von Johnson & Johnson, den Sie vorhin angesprochen haben, dann der Impfstoff von AstraZeneca oder auch der russische Impfstoff, der Sputnik 5. Das sind sogenannte Vektorimpfstoffe. Was sind jetzt Vektorimpfstoffe? Also die bestehen aus harmlosen Viren, die in der Regel nicht humanpathogen sind und die werden dann gentechnisch so verändert, dass diese Viren in ihrem Virusgenom wieder die genetische Sequenz für das Corona-Oberflächenprotein haben, also das Spike-Protein. Also sie haben ein Virus, was sich nicht vermehren kann oder nicht humanpathogen ist. Und dieses Virus bekommt dann eben die Information über das Spike-Protein. Und dann wird wieder ähnlich wie bei dem mRNA-Impfstoff in den Zellen das Virusprotein gebildet. Und auch hier wieder das Gleiche. Dieses Antigen regt dann das Immunsystem wieder an, Antikörper zu bilden. Und diese Vektorviren werden insgesamt durch das menschliche Immunsystem dann kontrolliert und dann eliminiert. Es ist eigentlich ein sehr, 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 sehr ähnlicher Mechanismus. Und dann gibt es noch weitere Arten von Impfstoffen. Es gibt ja mittlerweile fast 250 verschiedene Impfstoffprojekte, aber ein großer Part wären zum Beispiel
sogenannte inaktivierte Impfstoffe. Und da vermehrt man das SARS-CoV-2-Virus in einer Zellkultur. Diese wird dann gereinigt und inaktiviert und dann wird in der Regel ein Adjuvans hinzugefügt, beispielsweise Aluminiumhydroxid. Und dann hat man das komplette Virus und das bietet in der Regel auch einen relativ breiten Schutz. Da gibt es chinesische Impfstoffe, Sinovac, Sinopharm, also oder Sinopharm Wuhan, also da, wo das Virus erstmal nachgewiesen wurde. Also da gibt es auch eine ganze Reihe. Und dann gibt es noch darüber hinaus, dass über lang bewährte Technologien wird es sogenannte proteinbasierte Impfstoffe geben. Das sind ausgewählte Virusproteine, die dann auch inaktiviert sind und das sind dann Totimpfstoffe mit dann gentechnisch hergestellten Virusantigenen. Aber es gibt aktuell in Deutschland noch keine zugelassenen proteinbasierten Impfstoffe und oder inaktivierte Impfstoffe. Das gibt es noch nicht. Aktuell sind in Deutschland drei Impfstoffe zugelassen. Das sind die zwei mRNA-Impfstoffe. Zum einen das Comirnaty von BioNTech. Comirnaty, ganz interessant, wie sich der Impfstoffname zusammensetzt. Community RNA Immunity, so setzt sich dieser Impfstoffname zusammen. Also das ist ein mRNA-Impfstoff. Dann von dem amerikanischen Hersteller, der Moderna und der Vektorimpfstoff von AstraZeneca. Demnächst wird vielleicht wahrscheinlich der Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen werden. In den USA wurde die Zulassung beantragt und wird voraussichtlich auch zeitnah in Deutschland zugelassen werden. Aber da gibt es aktuell noch keine Zulassung. Wie gesagt, für drei Impfstoffe gibt es eine Zulassung. Jetzt würde mich mal interessieren, ob denn die Wirkweise gleich ist. Also ich bin jetzt so informiert, dass die Impfstoffe so wirken, dass wenn ich eine Infektion oder mich infiziere, dass die Ausmaße nicht zum Tode führen. Und gibt es Impfstoffe, die beispielsweise eine grundsätzliche Infektion vermeiden, beziehungsweise oder eine Weitergabe vermeiden? Oder wie wirken die? Es sind ganz wichtige Punkte, die Sie da ansprechen. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie mich dann nächstes Jahr, glaube ich, nochmal einladen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen das noch nicht sagen. Aktuell wissen wir, dass die jetzt zugelassenen Impfstoffe schwere Erkrankungen und Todesfälle verhindern können. Wir können zum aktuellen Zeitpunkt, haben wir noch keine hinreichenden wissenschaftlichen Daten, um die Frage zur Virustransmission, also ist ein Geimpfter, wenn er sich infiziert hat, dann auch noch ansteckend. Das können wir noch nicht abschließend beantworten. Und auch die Frage, kann sich ein Geimpfter überhaupt infizieren? Also wir müssen ja im Prinzip die Infektion und die Erkrankungen und den schweren Verlauf unterscheiden. Und die jetzigen Daten sagen uns, ja, wir haben hinreichende Belege für die Vermeidung von schweren Infektionen, von Todesfällen. Aber ich sage immer, wie soll das denn letztendlich gehen? Also wie kann ich eine Erkrankung übertragen? Indem ich Virus ausscheide. Wie kann ich Virus ausscheiden? Indem ich Virus produziere. Und wie soll das biologisch funktionieren? Ich produziere, also ich bin geimpft, habe Kontakt, infiziere mich, produziere Virus, 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 Virus. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund werde ich dann halt nicht krank, obwohl ich den ganzen Tag nichts anderes mache, außer Virus zu produzieren und kann dann die Erkrankung übertragen. Das ist für mich biologisch nicht plausibel. Also von daher, es wird bestimmt Auswirkungen haben auf die Infektiosität und die Übertragbarkeit. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nur noch nicht, in welchem Ausmaß. Also es gibt auf jeden Fall Hinweise darauf, dass die Übertragbarkeit verringert wird. Aber da fehlen uns einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch Daten. Das können wir abschließend noch nicht beantworten. Weil das wäre ja auch gerade ein wichtiger Punkt für die Impfung von medizinischem Personal. Also zum einen haben wir den Individualschutz und darüber hinaus eben den Schutz der betreuten Patienten oder der Angehörigen, der Freunde. Und da brauchen wir einfach noch mehr Daten. Aber diese Daten werden aktuell generiert und da bitte ich einfach noch ein bisschen Geduld. Also wo ich das jetzt höre, finde ich sehr interessant, habe ich mich gerade gefragt, diese stetige Produktion des Virus und die weitere Verbreitung, fördert die nicht auch mögliche Mutationen?
Ja, das ist natürlich ein Punkt, wo wir auch drüber sprechen. Es gab ja so diese Idee, so wie in UK im Moment verfahren wird, also sollte man im Prinzip alle erst nur mal einmal impfen und dann eine größere Anzahl von Leuten impfen, oder sollten wir gleich beide Impfungen applizieren? Und da ist mein Punkt, ich sage immer, ich möchte lieber ein Kollektiv haben mit einem möglichst hohen Impfschutz und nicht irgendwelche teilimmunisierten Menschen, die sich dann vielleicht doch noch infizieren können und wo dann eben ein Risiko besteht, eben Frage der Mutation und der Veränderung des Erregers. Und das ist ja etwas, was wir im Moment auch mit großer Sorge sehen. Also diese britische Mutante, dann die Mutante aus Südafrika, da laufen ja im Moment aktuell die Studien, wie gut wirkt der Impfstoff noch. Also die gute Nachricht ist, dass es schon gute Daten zu dem BioNTech-Impfstoff gibt mit einer Wirksamkeit, die man nachweisen kann. Das ist wichtig. Und da schließt sich natürlich dann auch die Frage an, die ich Ihnen leider zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht beantworten kann. Wie oft muss ich mich denn jetzt impfen lassen? Reichen diese zwei Impfungen aus, oder wird es so werden, dass man sich regelmäßig wie beispielsweise gegen Influenza impfen lassen muss? Und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Ganze auf eine regelmäßige Impfung hinauslaufen wird. Also dass wir nicht davon ausgehen können, dass man analog beispielsweise, wenn Sie zwei Masernimpfungen haben, gelten sie ja in der Regel als lebenslang geschützt. Oder bei, wenn Sie eine ausreichende Hepatitis B-Immunität haben, dann geht man ja auch davon aus, dass Sie jahrzehntelang Schutz haben. Aber da gehe ich davon aus, dass es bei SARS-CoV-2 nicht so werden wird, dass da regelmäßige Impfungen erforderlich sein werden. Okay. Ich habe mal eine ganz naive Frage. Im Moment ist es ja so, oder das läuft ja so ab, die Hersteller, ich stelle mir das vor, die haben da irgendwie Labore und versuchen da einen Impfstoff zu erforschen oder herzustellen, und dann machen die ganzen Studien und so weiter. Empfinden Sie das eigentlich als bereichernd, dass es so viele verschiedene Institutionen oder Hersteller gibt, die das jetzt erforschen? Oder kann man nicht auch sagen, man macht jetzt ein Rezept als vom Staat her und beauftragt dann die Hersteller, das einfach zu produzieren? Also das ist irgendwie so, ja, als Außenstehender ist das das erste Mal, dass man irgendwie so damit in Kontakt kommt. Wie funktioniert das denn mit der Medikamentenherstellung? Wie finden Sie das, oder was sind so Ihre Gedanken dazu? Also ich finde es sehr beruhigend, dass wir so viele Impfstoffprojekte haben, weil wir sehen ja auch, dass manche Impfstoffprojekte jetzt nach und nach eingestellt werden, und wir reden hier von einem neuen Virus und wir wussten am Anfang ja gar nicht, welches Projekt erfolgreich sein wird. Und es ist dann auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir unter Umständen es wieder mit anderen Virus, mit Mutanten zu tun haben und natürlich auch mit Menschen, die unterschiedlich auf die Impfung reagieren. Also wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass uns im Moment noch der Impfstoff für die Kinder fehlt, dass wir keine Daten zur Impfung von Immunsupprimierten oder Schwangeren haben. Und dann finde ich das gut, wenn wir unterschiedliche Impfstoffprojekte haben, weil wenn wir auf einmal sehen, das funktioniert dann doch nicht oder doch nicht mehr, dann können wir letztendlich ausweichen. Also ich bin sehr froh drum, und ich möchte mir das jetzt nicht vorstellen, dass wir quasi ein Projekt hätten, was der Staat halt macht und dann klappt das oder vielleicht dann auch nicht, und wenn es nicht klappt, dann haben wir Pech gehabt. Es sind ja viele große Universitäten und Wissenschaftler. Es ist ja nicht so, dass das nur von der Pharmaindustrie gemacht werden, sondern die Universitäten und die Wissenschaftler und Forscher sind da ja ganz eng eingebunden. Also von daher, ja, finde ich toll. Also hätte ich nie für möglich gehalten. Also die ersten Nachrichten von dieser Erkrankung haben wir ja Ende Dezember, Anfang Januar vergangenen Jahres gesehen, und dass wir in so kurzer Zeit schon so weit sind, hätte ich nicht für möglich gehalten, und ich bin sehr froh drum. Die Impfstrategie ist ja jetzt angelaufen, und wir wissen, also wir haben jetzt Personenkreise festgelegt, die als erstes auch geimpft werden sollen. Dazu gehören auch die Gesundheitsberufe. Ich frage mich, warum können diese Personen sich den Impfstoff denn jetzt nicht aussuchen, wenn es doch drei Stück aktuell zugelassen gibt? Ja, wir sind ja aktuell noch in einer doch erheblichen Phase des Impfstoffmangels. Es ging zwar alles wahnsinnig schnell, aber nichtsdestotrotz haben wir im Moment noch zu wenig Impfstoff. Und da darf man eben nicht nur nach Deutschland gucken, sondern da muss man auch weltweit mal gucken. Also ich meine, diese ganzen Diskussionen im Moment, Deutschland hat nicht genug Impfstoff bestellt, finde ich ehrlich gesagt
ein bisschen müßig und auch unerfreulich, weil es kann ja nicht so sein, dass die reichen Länder sich den ganzen Impfstoff bestellen und andere Länder kriegen gar nichts. Ich habe letzte Woche gehört, manche Länder in Afrika haben erst 25 Dosen, also für das gesamte Land bekommen. Und von daher muss man da auch solidarisch gegenüber anderen Ländern sein. Und wir brauchen viele Impfstoffe, wir brauchen hohe Impfquoten und wir müssen im Moment alle Maßnahmen nutzen, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Und wichtigstes Ziel der Impfung ist derzeit, dass die Zahl der schweren Verläufe der tödlichen Infektionen reduziert werden. Und da sagt sowohl die Weltgesundheitsorganisation als auch die Ständige Impfkommission, dass im Prinzip alle aktuell zugelassenen Impfstoffe geeignet sind, die Zahl der schweren Infektionen und der Todesfälle zu reduzieren. Aber ideal wäre es natürlich, wenn wir einen Impfstoff hätten, der bei jedem, der damit geimpft wird, nur mit wenigen Nebenwirkungen einen vollständigen und lebenslangen Schutz hervorruft. Aber kein Impfstoff wird dieses Ideal vollumfänglich erreichen. Und wir wissen auch, dass die anderen Impfstoffe, wie gesagt, sicher sind, dass die anderen Impfstoffe effektiv sind und dass wir Tag für Tag noch eine hohe Fallzahl ist. Und es ist einfach, es ist zum jetzigen Zeitpunkt im Prinzip zu früh, dass wir jetzt sagen, dass ein Impfstoff nicht wirksam ist, weil wir müssen auch bedenken, bei diesen Studien, die wir gesehen haben zur Impfstoffeffektivität und Verträglichkeit, gab es ja keinen sogenannten Head-to-Head-Vergleich. Also dass man jetzt zum Beispiel gleiche Kollektive in gleichen Ländern mit der gleichen Infektionslast, ein Kollektiv mit einem mRNA-Impfstoff von diesem Hersteller, das andere mit einem mRNA-Impfstoff von einem anderen Hersteller und mit einem Vektorimpfstoff oder mit einem proteinbasierten Impfstoff impft und dann guckt, wie es in gleichen Bereichen dann letztendlich aussieht. Sondern wir haben zum jetzigen Zeitpunkt von unterschiedlichen Herstellern in unterschiedlichen Settings Studien mit einer sehr hohen Qualität, aber eben kein direkter Head-to-Head-Vergleich. Und die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats hat es ja die Tage auch wieder gesagt, es gibt aktuell jetzt keine Möglichkeit, sich einen bestimmten Impfstoff auszusuchen. Aber das ist ja nur eine, denke ich mal, eine kurze Zeit, wo wir diesen enormen Impfstoffmangel haben. Das wird ja jetzt von Monat zu Monat besser werden. Mhm. Und dann irgendwann werden wir einen Punkt erreicht haben, wo sowohl der impfende Arzt als auch der Impfling da vielleicht Entscheidungsmöglichkeit hat. Aber zum jetzigen Zeitpunkt hat die Weltgesundheitsorganisation nochmal eindeutig gesagt, wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, um die Pandemie unter Kontrolle zu kriegen. Und alle Impfstoffe erreichen das Ziel der Verminderung der schwersten Verläufe und der Todesfälle und sind von daher eben geeignet. Okay. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Sie das eventuell schon angesprochen haben, aber es gibt ja auch Situationen jetzt, und da gehen natürlich die Medien auch wieder viel los und Facebook-Kommentare, dass in Pflegeheimen, wo schon geimpft wurde, jetzt doch noch positive Fälle auftreten. Mich würde dabei einfach interessieren, weiß man, wie lange es dauert nach der zweiten Impfung, dass man einen Impfschutz hat, so wie man es sich eventuell vorstellt? Oder ja, was? Also nach der zweiten Impfung dauert es noch ungefähr 10 Tage, bis Sie den optimalen Schutz haben. Und auch wenn Sie jetzt zum Beispiel von einer Effektivität, wie wir in den vergangenen Monaten gesehen hatten, die von 95% ausgehen, heißt das dann auf der einen Seite, okay, 5% haben trotz einer zweimaligen Impfung, die 10 Tage dann schon vorbei ist, keinen Schutz. Und der nächste Punkt ist, dass bei älteren Menschen der Schutz oftmals auch geringer ist. Also ich sage immer, in der Medizin gibt es nie 0% und nie 100%. Also die mRNA-Impfstoffe zeigten auch eine wirklich gute Wirksamkeit bei älteren Menschen. Das konnte man sehen. Die Daten zu den Vektorimpfstoffen, die aktuell vorliegen, die sind im Moment noch nicht ausreichend, um jetzt die Wirkung bei den Älteren sicher zu bejahen. Aber Sie haben jetzt zwei Punkte. Also zum einen, kein Impfstoff der Welt, kein Medikament der Welt bietet uns 100%igen Schutz. Sehen wir auch bei anderen Impfstoffen so.
Und der nächste Punkt ist es immer die Frage, ja, wann hat denn die Infektion stattgefunden? Und meines Wissens waren die Infektionen in den Pflegeheimen noch vor dieser Zeit von 10 Tagen nach dem vollumfänglichen Schutz. Also da können sich die Leute schon vorher infiziert haben. Wir haben hier am Universitätsklinikum Frankfurt auch Infektionen gesehen nach der ersten Impfung. Und das ist völlig klar. Nach der ersten Impfung haben sie bei den mRNA-Impfstoffen beispielsweise eine Effektivität von gut 50%. Das heißt dann, jeder zweite ist noch nicht geschützt. Also das ist nichts Untypisches, dass wir da Infektionen sehen. Und wenn Sie die Pflegeheime nehmen und sagen, okay, die Infektion war noch nicht bei dem vollen Schutz, dann ist das so. Aber die gute Nachricht, die ich jetzt in der Presse gelesen habe, also ohne, dass es da jetzt entsprechende wissenschaftliche Daten gibt, sondern in der Presse steht, dass in den Altenheimen es zum jetzigen Zeitpunkt zu nur milden Verläufen gekommen ist. Und das wäre ja auch schon mal ein großer Vorteil, wenn dann ein Geimpfter sich trotzdem infiziert, aber dann nur leichter erkrankt. Also das muss natürlich, diese Fälle, die jetzt beschrieben wurden in den Medien, die müssen natürlich jetzt wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Sie haben uns sehr anschaulich erklärt, wie so ein Impfstoff eigentlich entwickelt wird. Meine Frage wäre, kann man zu diesem Zeitpunkt eigentlich überhaupt Langzeitschäden einschätzen? Also Langzeitschäden, das klingt ja immer so, als ob das dann, keine Ahnung, in 5 oder in 10 oder in 20 Jahren auftreten würde. Aber Langzeitwirkung von einem Impfstoff sehen wir in der Regel wenige Wochen nach einer Impfung. Und deswegen ist ja das, und das Nachuntersuchungsintervall bezieht sich ja auf diesen Zeitraum, wo wir dann eben diese Langzeitwirkungen sehen. Und das ist im Prinzip gut gewählt, dieses Zeitintervall. Und es finden ja jetzt sogenannte Post-Marketing-Studien statt. Also die Impfstoffe werden jetzt hier in Deutschland beispielsweise vom Paul-Ehrlich-Institut sehr engmaschig kontrolliert. Das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht jede Woche aktuelle Daten zu gemeldeten Impfnebenwirkungen. Also da findet eine sehr, sehr engmaschige Überprüfung statt. Und aktuell sehen wir in den jetzigen Daten nur das, was wir in den Zulassungsstudien schon gesehen haben. Also häufigste Nebenwirkungen sind lokale Nebenwirkungen, Schmerzen im geimpften Arm, Schwellungen, Rötungen, Kopfschmerzen, subfebrile Temperaturen bis hin zum Fieber, vor allen Dingen nach der zweiten Impfung bei den mRNA-Impfstoffen. Das ist alles in den Zulassungsstudien beschrieben und nicht unerwartet. Und klingt in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen auch wieder ab. Also was auch verhältnismäßig oft beschrieben wird, sind solche Sachen wie Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, aber glücklicherweise nur von kurzer Dauer. Und was Sie auch jetzt bedenken müssen, das Ganze ist ja so eine ganz fragile Sache hier, die mRNA-Impfstoffe, damit sollen Sie ja noch nicht mal Treppen laufen, weil die so fragil sind, die werden im Prinzip relativ schnell vom Körper wieder abgebaut. Also die Produktion dieses Viruseiweiß beginnt in der Regel so 6 bis 8 Stunden nach der Impfung, hält ungefähr 10 Tage an. Und bei den Vektorimpfstoffen ist es so, dass diese Vektorviren vom Körper ja kontrolliert werden und abgebaut werden, auch innerhalb von kürzester Zeit. Also von daher ist es nicht so, dass sie dann den Rest ihres Lebens irgendwelche Virusproteine produzieren und ihnen, ich sag mal salopp formuliert, am ganzen Körper irgendwelche Spikes wachsen. Das ist natürlich nicht so. Sehe auch irgendwie so ein bisschen komisch aus und wäre ja dann auch ein bisschen blöd, wenn sie sich dann hinlegen würde und am ganzen Körper wachsen diese Dinger. Also von daher, das ist so nicht, das ist nur relativ kurz und wir haben ja glücklicherweise ein ganz hervorragend arbeitendes Immunsystem. Aber natürlich, wie bei jedem Medikament, es kann unerwünschte Wirkungen geben. Die werden überwacht vom Paul-Ehrlich-Institut, von der Europäischen Arzneimittelagentur, sehr, sehr engmaschig. Und bei der Frage der zu erwartenden Nebenwirkungen, sage ich immer, müssen wir ja auch mal gucken, gegen was impfen wir und warum tun wir das? Also ich werde das oft gefragt über Impfstoffen, ja, wie ist denn das mit den Nebenwirkungen? Und ich sage dann eigentlich immer das Gleiche. Ich sage immer, ich als impfende Ärztin, ich impfe ja nicht wegen den Nebenwirkungen, sondern ich impfe ja wegen den Wirkungen der Impfung. Und da muss ich ganz einfach sagen, wir sind in einer Pandemie. Vor wenigen Wochen
haben wir jeden Tag um die 1000 Todesfälle gehabt. Das ist glücklicherweise weniger geworden. Wir sehen im Moment auch eine Abnahme der Fallzahl, aber vor wenigen Wochen hatten wir auch noch jeden Tag um die 30.000 Infektionsfälle. Und davor wollen wir schützen. Und da muss ich dann halt einfach überlegen, okay, ich habe eine pandemische Situation mit Tausenden von Infektionsfällen Tag für Tag, mit Hunderten von Todesfällen Tag für Tag. Davor wollen wir schützen. Das wollen wir beenden. Und dann habe ich auf der anderen Seite Nebenwirkungen. Ja, die treten auf. Die treten auch häufiger auf als jetzt zum Beispiel bei einem Influenza-Impfstoff oder bei einem Hepatitis-Impfstoff. Bei den mRNA-Impfstoffen sehen wir vor allen Dingen bei der zweiten Impfung vermehrt Nebenwirkungen. Aber wie gesagt, von kurzer Dauer. Und das muss man dann halt, sagen wir mal, gegeneinander abwägen für seine Impfentscheidung. Jetzt haben Sie schon ein bisschen vom Immunsystem gesprochen. Was ich mich frage, gibt es denn auch Kontraindikationen, wie zum Beispiel immungeschwächte Personen oder ähnliches, also wo man es auf gar keinen Fall machen sollte? Also das hatte ich vorhin ja schon gesagt, es gibt keine Daten zur Impfung bei Immunsupprimierten, aber es ist keine Kontraindikation. Wir gehen aber davon aus, wenn Sie einen Patienten unter einer relevanten Immunsuppression hat, dass dann unter Umständen die Impfantwort geringer sein wird. Richtige Kontraindikationen wären eigentlich nur eine bestehende Allergie gegen die Bestandteile des Impfstoffs, das PEG, das löst vermutlich die allergischen und anaphylaktischen Reaktionen aus. Also wenn ich da eine relevante Allergie habe, dann wäre das eine Kontraindikation. Und wir haben, das sagte ich vorhin ja auch kurz, schon keine Daten zur Impfung von Schwangeren. Da gibt es im Moment noch keine generelle Impfempfehlung. Aber es gibt die Möglichkeit, bei strenger Indikationsstellung auch Schwangere zu impfen. Also das wäre dann jeweils eine Einzelfallentscheidung. Okay. Man kann vielleicht noch ergänzen, dass das Paul-Ehrlich-Institut, hatten Sie ja gerade schon gesagt, diese Verträglichkeit untersucht und da gibt es ja, haben die ja auch diese App rausgebracht, die heißt SafeVac, die gibt es auch in jedem App Store und da kann man dann einstellen, wie oft man daran erinnert werden möchte, welche Symptome man gerade hat nach der Impfung. Also falls da jemand Interesse dran hat, dann kann er sich da Ja, das ist eine sehr schöne App. Wir haben vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren den Pilot, so ein Pilotprojekt mit dem Paul-Ehrlich-Institut und der Helmholtz-Gesellschaft gemacht, hier im Rahmen einer Influenza-Impfkampagne. Da haben wir das mal ausprobiert und ich kenne die App recht gut und die ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Die kriegen sie kostenlos über den App Store und am Anfang erinnert sie die App häufiger, dass sie Symptome eingeben sollen oder sagen sollen, auch wenn sie nichts haben und die Intervalle werden immer größer und das ist halt ganz einfach wichtig, dass wir jetzt zeitnah Daten sammeln, auch zur Verträglichkeit und das ist etwas, was sehr schnell geht und was für die Wissenschaft wichtig ist, im Prinzip direkte Daten jetzt zu erheben und von daher würde ich mich natürlich dann auch freuen, wenn jeder, der sich impfen lässt, sich dann auch bitteschön noch die App runterlädt, um dann entsprechende Daten zu generieren. Wir sind fast am Ende. Wenn sich alle impfen lassen würden, was glauben Sie, wann könnte eine Herdenimmunität erreicht werden? Sie haben vorhin auch gesagt, naja, es wird uns wahrscheinlich begleiten. Werden wir jemals eine sowas wie eine Herdenimmunität überhaupt bekommen bei SARS-CoV-2? Ich weiß es nicht. Also wir werden auf jeden Fall Impfquoten oder Immunitätsquoten, wir müssen ja die dazu rechnen, die eben die Erkrankung schon durchgemacht haben, aber das sehen wir niedrigere Antikörpertitel als bei den Geimpften. Also wir brauchen bestimmt eine Immunität von 70% der Bevölkerung. Teilweise sagen manche Forscher eine Immunität von 90% der Bevölkerung. Das wird jetzt sehr davon abhängen, wie sich das mit den Mutanten weiterentwickelt, was wir da sehen werden. Und eine ganz wichtige Frage hierzu kann ich auch noch nicht beantworten, wie lange hält der Immunschutz an? Weil dann wäre ja dann, wenn wir so 70 oder 80% der Bevölkerung geimpft hätten und die Immunität über die Dauer der Zeit dann individuell nachlassen würde,
wäre ja dann auch die Herdenimmunität dann ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr gegeben. Also da fehlen uns im Prinzip noch Daten, aber es werden meines Ermessens auf jeden Fall über 70% der Bevölkerung sein. Und davon sind wir ja jetzt, ich sag mal, sowohl deutschlandweit, europaweit als auch weltweit noch verdammt weit weg. Also mit Impfquoten von 2-3% der Bevölkerung und deutlich unter 1% in Afrika. Das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über das Thema gesprochen und Sie haben sehr viel für mich persönlich zumindest Aufklärungsarbeit geleistet. Mich würde einfach interessieren, was ziehen Sie aus dieser, zum jetzigen Zeitpunkt aus dieser Situation oder aus dem letzten Jahr für zukünftige Pandemien, für zukünftige Situationen? Was glauben Sie, ist gut gelaufen? Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial? Was können wir lernen? Also gut gelaufen ist meiner Meinung nach die schnelle Entwicklung des Impfstoffes. Was können wir lernen? Wir müssen sehr, sehr schnell kommunikativ das Ganze begleiten, damit es nicht zu irgendwelchen Fehlinformationen kommt, dass dann nicht irgendwelche Theorien bei den Leuten in den Köpfen rummachen ohne wissenschaftliche Grundlage, weil das führt dann dazu, dass es zu vielen Infektionen kommt. Gerade gestern wurde veröffentlicht, dass man von den Anti-Corona-Demonstrationen ausgeht, dass es bis zu 20.000 zusätzlichen Infektionen gekommen ist im Umfeld dieser Demonstration. Das ist natürlich problematisch. Es muss jeder seine Fragen adressieren können und dass die Leute eben Grundlagen, wissenschaftliche Grundlagen für ihre Impfentscheidung haben. Das ist meines Ermessens ganz wichtig und wir müssen bei all diesen Infektions- und Impfthemen auch nicht vergessen, dass viele andere Themen eben auch berührt werden. Die anderen Erkrankungen, die Patienten sind ja sonst auch noch krank, Die müssen gut betreut werden. Psychische Auswirkungen auf der Pandemie. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viele Menschen sich einsam fühlen, alleingelassen fühlen. Denken Sie beispielsweise mal an Patienten mit psychiatrischen Grunderkrankungen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Depression und sitzen in einem Einzimmer-Apartment ohne Balkon und sollen nicht raus. Und Therapie findet gar nicht oder wenn dann vielleicht online statt, was das für Situationen sind. Was haben wir für Situationen bei unseren Kindern, die teilweise seit Monaten nicht mehr in die Schule gehen, bei Kindern aus bildungsfernen Schichten, die zu Hause nicht unterstützt wird und die gar nicht das Equipment haben, um adäquat an irgendeinem Unterricht teilzunehmen. Und ich meine, Bildung ist nicht nur die Bereitstellung von einem Computer, das ist viel mehr. Bricht die Interaktion weg im sozialen Bereich. Das sind alles schwierige Sachen. Darauf müssen wir reagieren. Und ich denke mir, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, wir haben ein gemeinsames Ziel. Und an diesem gemeinsamen Ziel müssen wir gemeinsam arbeiten. Und das wird nur gemeinsam gehen. Und jeder sollte dann versuchen, seinen Beitrag dazu zu leisten. Und es wird natürlich auch Entscheidungen geben, die man im Nachhinein anders treffen würde. Aber das ist nun mal, das ist eine neue Sache. Ich bin jetzt auch schon einige Jahre in der Medizin. So eine Situation habe ich persönlich noch nie erlebt. Und ich hoffe, dass wir natürlich da möglichst viel draus lernen. Ich kann Ihnen jetzt aber nicht sagen, wie wir der nächsten Pandemie gegenüberstehen. Ich hoffe besser und ich hoffe, dass dieses gemeinsame Moment, dass diese Pandemie wird nur zu Ende sein, wenn sie überall zu Ende ist. Und da darf man sich nicht auf sein eigenes soziales Umfeld, auf sein eigenes Land beziehen, sondern muss da wirklich in dem Kontext global und solidarisch denken. Und da sehe ich noch ein bisschen Luft nach oben. Und ich hoffe, dass wir gerade auch in dieser Kommunikation unter Umständen besser werden. Und auch so diese Diskussion, wer wird denn jetzt zuerst geimpft, das sage ich mal, da gibt es in diesem Papier, das wir von der Ständigen Impfkommission gemeinsam mit dem Ethikrat und der Leopoldina veröffentlicht haben, einen schönen Satz. Ich hoffe, ich kriege den jetzt adäquat zitiert, aber es stand sinngemäß so drin, solidarbereite Personen übernehmen Verantwortung und stellen ihren eigenen Impfanspruch unter Umständen zurück für diejenigen, die ein höheres Risiko haben. Und diese Impfdrängler sagen manche, das ist natürlich schwierig. Was ist unser Impfziel? Unser Impfziel ist es,
schwere, mitunter tödliche Infektionen zu vermeiden und das Personal an der vordersten Front zu schützen. Und das ist einfach jetzt ein wichtiges Ziel, die vulnerablen Gruppen zu schützen. Und da sollen wir solidarisch miteinander umgehen. Ein tolles Schlusswort. Ich hoffe es. Und ich hoffe, dass Sie sich jetzt alle in der Pflege, die sie direkt am Patienten und miteinander arbeiten, wirklich dann auch den Ärmel hochkrempeln lassen, dass sie sich impfen lassen. Ich zähle auf sie. Ich kann es schon nicht mehr hören, diese ganze Berichterstattung, das medizinische Personal, die Pflege lässt sich nicht impfen. Ich bin sehr, sehr stolz. Bei uns auf unserer Covid-Intensivstation haben sich über 95% der Pflegekräfte impfen lassen. Also dann, sage ich mal, kann ich jetzt nicht bestätigen. Und ich zähle auf sie. Mein Bruder ist auch Krankenpfleger und meine Schwägerin. Also ich habe großes Vertrauen in die Pflege und ich bin mir eigentlich sicher, dass sie ihren großen Beitrag dazu leisten. Sie sind das Personal, sie haben den engsten Kontakt, sie haben den längeren Patientenkontakt, viel intensiver als wir aus dem ärztlichen Bereich. Und unser Personal auf den Covid-Stationen sagt mir immer, was sie hier Tag für Tag in den vergangenen Monaten gesehen haben, das war schwer gewesen. Und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden, dass das bald besser wird. Passen Sie auf sich auf. Und hat Spaß gemacht mit Ihnen und es war eine lockere Atmosphäre. Ich bin gespannt auf die Rückmeldung von Ihrem Podcast. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für alle. Vielen Dank, Frau Wicker. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für die Mühe. Okay. Alles Gute Alles für Gute. Sie. Ja, machen Sie es gut. Tschüss. 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 Ja, das war Frau Sabine Wicker, stellvertretende Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut. Und wir hoffen, dass wir unseren Teil dazu beitragen konnten, weitere Informationen zur Impfung und zur Impflage beizusteuern. Ich fand es super interessant, muss ich mal sagen. Ja, ich auch. Also ganz viele Dinge, die ich tatsächlich auch nicht wusste. So. Ich habe mir auch ein bisschen was mitgeschrieben und werde es gleich meinen Eltern am Telefon direkt weitersagen. Die können auch unseren Podcast hören, Franzi. Also die Möglichkeit besteht ja durchaus auch. Wir werden natürlich alle Informationen, die wir jetzt in diesem Podcast besprochen haben, beziehungsweise die Frau Wicker genannt hat, werden wir in den Shownotes verlinken. Also wenn ihr da noch Interesse habt, euch weiter zu informieren über die diversen Studien oder Stellungnahmen oder Empfehlungen, dann auf jeden Fall mal in die Shownotes klicken und schickt das auf jeden Fall auch weiter. Ja, also es geht hier in diesem Podcast darum, für Aufklärung zu sorgen. Und ich denke, das war auch so verständlich erklärt, dass es nicht nur für pflegerisches Personal unverständlich ist, sondern tatsächlich auch für viele weitere. Also gern rumschicken, gern empfehlen. Wir würden uns darüber freuen, auch über Feedback natürlich, was ihr bei uns auf der Homepage geben könnt oder entsprechend in den sozialen Medien. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Alles Gute, dass ihr gesund bleibt und euch impfen lasst. Ich würde ganz gerne noch ergänzen, dass Anne und Nathalie die Möglichkeit genutzt haben, uns finanziell zu unterstützen. Und dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Damit können wir neue Geräte anschaffen und wir hoffen, dass wir natürlich auch irgendwann wieder durch die Welt reisen können, um ja unsere Expertinnen und Experten vor Ort zu besuchen. Genau, und dafür einfach ein ganz großes Dankeschön. Genau, vielen Dank. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.